Also wir als Verein Genussregion Bongauwild haben sich einige Ziele gesetzt oder ein paar Ziele. Und zwar ist es natürlich einmal Qualitätskontrolle, Herkunftskontrolle, was ganz wichtig ist, sodass der Konsument wirklich sicher sein kann. Da haben wir ein eigenes Plombensystem entwickelt, sodass wir das wirklich zu 100% nachvollziehen können, die Herkunft bis zum Teller. Ja, wir veranstalten jetzt regelmäßig und ständig Kochkurse, um den Kunden die Scheu vom Wildbret kochen zu nehmen und einmal zu zeigen, was man aus dem Wildbret alles machen kann. Und darum machen wir eben diese speziellen Kochkurse. Das Ganze hätten wir sicherlich nicht geschafft ohne der Genussregion Österreich, ohne diese Dachmarke, ohne diese Dachorganisation. Das ist erstens einmal, weil das doch eine sehr bekannte Marke ist und eigentlich beim Konsumenten Vertrauen schafft. Und das Zweite auch in den ganzen Aktivitäten eine sehr gute Unterstützung ist und eigentlich vor allem, das ist Marketing und alles, das war für uns eigentlich eine wahnsinnige Hilfe und ich bin überzeugt, dass das ohne diese Dachorganisation sicherlich nicht möglich wäre, dass wir das erreicht hätten, wo wir heute sind.